habe Lust irgendwie auf ein... Ich brauche irgendwas zu naschen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Runtime-Meal. Vielleicht schüttelt mir einer ein. Das wäre natürlich geil. Vielleicht aber auch nicht. Nun ja. Er chillt sein Leben jetzt. Kann ich euch sagen, was ihr machen müsst? Nein, warte doch! Gedulde er sich! So ruhig, so friedlich, als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Ha! Zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundinnen Tiara und Peach gerettet. Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reise total genossen und ich möchte nicht, dass schon alles zu Ende ist. Es gibt doch noch so viel zu tun. So viele Hüte, die du noch treffen musst. Ich wette, wenn wir noch mehr Mond-Power-Monde sammeln können, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra! Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Ja. Okay. Björn wirft mir was zum Naschen rüber. Warte kurz, Björn. Fuck, ich hab's verfehlt. Ah, hier. Da liegt es auf dem Boden aber angekommen. Danke, Björn. Sehr lieb von dir. Das ist Internet, ne? Das ist verrückt, was heutzutage alles möglich ist. Du bist auch ein Spekulatius. Vielen lieben Dank. Sehr nett. Okay, Hüde. Hüde? Was, wie ziehen wir uns mal an? Guck mal rein. Ja, mal gucken. Crazy Cap, ja. Ach so, warte mal, hier haben wir noch gar keine Währung, ne? Nee. Okay, hier ist das Allgemeine. Touring-Shit? Astronauten-Shit? Das ist kein Mond. Nee. Das ist falsche Deklaration. Falsch etikettiert. Ja. Oh, wir können jetzt als Luigi rumlaufen. Lol. Aber teuer. Ja, wir haben das Geld. Haben wir übrig, oder? Ja, jo, haben wir. Das Gewehr ist noch viel teurer. Das haben wir nicht. Wadi hat mir eine Tafel Schokolade gegen den Kopf geworfen. Ist aber ist ausgewichen. Ist irgendwo wo ganz woanders gelandet. Oh ja. Das liest sich sehr gut, Mottek. Das kann gerne so bleiben. Bewirf Dirk mit Currywurst ohne Toast. Currywurst gehört sich mit Brot, Freunde der Sonne. Vor allem, wenn es keine Currywurst-Pommes ist. Also mindestens bei einer Currywurst. Ich kann ja noch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, zur Currywurst-Pommes brauche ich nicht mehr unbedingt dazu, also vom alleine, vom Gefühl her. Aber zwingend. Ah, du bist noch nicht fertig. Nee, dann gibt's noch nichts. Also wenn du willst, was da muss, brauchen wir noch 376 Monde. Was zur Hölle? Wie viel haben wir denn? Kommen wir auf irgendwo weh? Wie viel wir haben? Nee, auf dem Raumschiff, glaube ich. Ja, stimmt. 100. Ich glaube 190, kann das sein? 190, sogar? Ja, glaube ich. 196 oder sowas. Gucken wir mal. 185, naja. Passt. Okay, er macht anscheinend nicht mehr. Können wir nicht scharf werden? Hast du es probiert, ja? Ich hatte einen Hut auf. Vielleicht wenn wir ganz oh nein, oh! Vielleicht wenn wir ganz oft draufklicken, der explodiert ist. Darauf ein trauriges. Wo müssen wir es wohl hin? Blocken. Okay, wollen wir hier rein oder in den Großpalast? Kommen wir da rein überhaupt? Ja. Ach, da ist ein Spielchen hinter. Ach, Moment mal. 6 Monde? Was denn? 6 Monde haben wir jetzt hier. Sind das dann quasi die gleichen wie auf dem Mond? Ich glaube schon, weil wir haben hier noch keinen eingesammelt. Das ist doch Musik aus Super Mario 64, oder? Ach so. Ja, verstehe. Oh. Ah, okay. Nur Bossfights oder was?
anscheinend der Boss, den wir schon mal hatten, mit zwei Bossen. Okay, supi. Ah, nein. Wie war denn da nochmal die... Wie kriegst du den nochmal? Ich glaube, die ganzen... Wow. Die... Ah, du musst die einzelnen, musst du die wegreduzieren. Ich glaube, die einzelnen Teile waren das, die man... Oh Gott, ey. Alter, wo ist er da? Ja, wo kam er? Kam der her? Oh je, oh! Bleib in Bewegung! Move! Bitch! Nee, oh, ah! Entschuldigung! Mann, bleib hier! Okay. Schieß doch los mit den Konfettikanonen! Warum schießt er denn nicht, der Otto? Jetzt kommt er gleich irgendwo her. Ist es nur noch einer jetzt? Nee, jetzt sind nur noch die drei nicht. Ah, okay. Er folgt mir. Oh je. Oh. Nee. Genau. Allein gespielt. Ich weiß, du bist ungeduldig. Ich spüre das schon. Aber wir handhaben das eigentlich immer so, dass wir durchaus uns schon auch mal gönnen, dann zu fragen und die Schwarmintelligenz zu nutzen, wenn wir nicht weiterkommen. Und es ist halt lieb, wenn man einfach bis dahin quasi wartet. Fuck, nein. Und dann... Nicht so gut. So Hilfe bekommen, du bist gleich down. Eigentlich habe ich gar nicht so Lust darauf, so mega schwere Bosse zu machen. Okay, also im Palast. Wahrscheinlich spannender. Mich interessiert eher, was rauszufinden. Zu finden. Vor allem hatten wir so einen Boss, weil der schon mal. Was sind für Filme? Marvel. Stern. Oh, das geht überhaupt nicht. Die können den Stern nicht im Mund nennen. Nee. Ist ja fürchterlich. Warum heißt es dann nicht einfach Stern an der Stelle? Kann man da unten rein? In das Wasser, wo das Wasser herkommt? Hm? Geil. Kann man? Was denn? Und das Wasser, da wo das Wasser ist, rein? Stromski SWB ist SV Werder Bremen. Und die sind gerade weitergekommen. Hahaha. Hast du geguckt? Nee, hat Montag in den Chat geschrieben. Ach, das war jetzt das Ergebnis, oder was? Mhm. Sind die schon durch jetzt? Nee. Spiel ist... Nee, was? Die starten doch jetzt 20.45 Uhr, startet das doch erst, oder nicht? Ich weiß nicht, es gibt auch ein Frühabendspiel. Ach, Freunde, was soll's denn? Ich guck mal ganz kurz bei Kicker. Ich darf doch kurz, oder? Meinetwegen ja. Ach, das hat ja die Ecke in ihren Fingerabdruck nicht. Was ist denn da eigentlich los? Irgendwie vielleicht mir letztes Mal was Schmieriges hier drauf geschmiert. Heiße Girls aus Bielefeld. Nee. Warte mal kurz. Falscher Tab. E-Mails immer, ne? Aber Bremen ist durch. Ja, tatsächlich. 3:2 in Freiburg. Geil. Genau, weil 20.45 Uhr, da fangen die Spiele nämlich erst an. Bayern gegen Dortmund, Alter. Heftiges Ding. Spannend. Aber heute Abend interessiert uns ja nicht der DFB-Pokal. Ihr guckt natürlich weiterhin die Nerds der Late Night gleich um 21 Uhr. Das wichtigste Spiel ist ja auch schon vorbei. Ja. Okay, also... Endlich mal wieder was, wo man sich drüber freuen kann als Werder-Fan, ne? Muss man halt auch mal so sagen, mal so ganz nüchtern. Das stimmt. Ich glaube, wir können ihn nicht rausziehen, oder können wir ihn rausziehen? Zieh. Ich weiß nicht. Ich kann auch nicht er werden. Wie irritierend ist es, dass wir aussehen wie Luigi. Von hinten. Nur ein bisschen kleiner. Könnt ihr nach dem Stream meine Freundschaftsanfrage annehmen, fragt allein gespielt. Das können wir eigentlich ruhig machen. Wir haben immer mal so Switch und so Späße. Switch. Mario Kart Switch, ihr wisst. Mario Kart und so Späße spielen wir ab und zu. Da bist du doch bestimmt auch am Start, oder?
Wer Mario spielt, spielt wahrscheinlich auch Mario Kart. Gehe ich auch stark von aus. Okay, wir kommen hier nicht durch. Nee. Vielleicht mit irgendwas anderem irgendwann. Vielleicht können wir es irgendwann essen. So. Ah, müssen wir für ihn wohl Obst einsammeln? Gucken, was er sagt. Das hier ist Yoshis Lieblingsessen. Ah, okay. Vor einer Weile habe ich ihn im Palast gesehen, wo er jetzt wohl hin ist. Ich glaube, wir müssen mit Yoshi das Ding aus dem... Keine Fußballdiskussion, Freunde. Aus. Jetzt zu Ende hier. Es war nur kurz off-topic. Fußball. Ja, ist auch wahr. Hab auch eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, bitte, immer gerne. Raus damit. Prinzessin Peach hat gepackt und sie ist fort. Hast du sie gesehen? Schon wieder fort. Huhu, Mario, bist du wieder auf einem deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar. Ich dokumentiere nämlich alle deine glorreichen Taten und habe ebenfalls alle Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe auch ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Ho, Prinzessin Peachs Rettung hast du schon abgeschlossen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Tada! Ah. Ein Powermond. Außerdem kannst du hier auch die Namen der Powermonde sehen, die du für all deine Taten bekommst. Ich trage kleine Hinweise auf der Mondliste ein. Öffne die Karte mit Minus und drücke Y, um die Hinweise zu sehen. Hast du gedrückt, Minus? Nee, hat sie jetzt auch gemacht. Aha. Ja, da sehen wir auch, wann wir sie gefunden haben. Mhm. 20.12. Okay, es gibt anscheinend 104 Monde allein in dieser Welt. So als Quests quasi. So sehe ich das schon. Das ist jetzt also nur sind einfach Quests. Ja. Allein gespielt bekommt es erst zum Geburtstag. Ja, ist okay. Dann eben zum Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? gestern in einem Jahr. Streamt ihr am 10.01.2018? Was ist denn das für ein Wochentag? Warte mal. Mittwoch? 8. ist ein Montag, Mittwoch, genau, das streamen wir ja, mit ziemlicher Sicherheit. Ja, genau, da ist unsere erste Nerdster Late Night im neuen Jahr, tatsächlich. Da ist unsere erste Nerdster Late Night und wir haben coole musikalische Gäste da. Das wird schön, da freue ich mich drauf. Okay, also im Pilzkönigkeit gibt es mit Abstand am meisten. Aber das sind, wie gesagt, das sind... Achievements, genau. Achievements quasi. Achievement unlocked. Gut. Du weißt schon, falls du dir mal unsicher bist oder so. Gut, ich bin dann hier, falls du Lust verspüren solltest, irgendwelche Leistungen erbringen zu wollen. Erstmal ist dahinter noch Währung. Versteckt. Ich mag diese Musik. So rude, ne? Warte mal. Was denn? Ist da irgendwas? Kann man da was machen? Vielleicht eine Stammplatte? Hier vielleicht irgendwas? Ah. Foto von Hinweiskunst schießen. Ich denke, wir fragen einfach nicht, oder? Nö. Nee. Gut, dann ich glaube, wir müssen jetzt Yoshi suchen. Allein gespielt hat am 10.01. Ja, geil, ey. Wenn du reinschaust an deinem Geburtstag, freuen wir uns natürlich. Dann fühlen wir uns besonders geehrt und dann wird selbstverständlich gesungen. Da musst du ohne mich durch, mein Freund. Okay, ich gebe mein Bestes. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, du bist schon mal oben. Das reicht. Ah, da ist Yoshi. Yoshi. Wobei, da ist wieder so ein... Können wir wohl wieder er werden? Oder ist es vergeben und verloren, wenn ich jetzt einmal nicht mehr er bin? Nee, ich glaube, dann taucht das Ei wahrscheinlich wieder auf. Weil ich würde jetzt da unten den... einmal im...
Wen? Hier unten? Auf jeden Fall da oben das Cash absahen. Solltest du. Nee, hier vorne, den Strohmann. Rechts. 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 Das andere rechts. Kannst du da. Ach nee. Ach, den. Klettern! Ah, fuck, falsche Richtung. Ich glaube, hier ist noch mehr. Gut, dann jetzt nochmal. Verflixt, Julikorn hat an den Dienstag Geburtstag, wo sie keine Zeit hat. Das ist doch nicht gut. Andersrum. Aha! No way! Toll. Kein Mond oder so? Kein freifliegender Mond? Irgendwo ist doch noch so eine Insel, so ein bisschen abseits, ne? Da hinten die. Oh, ist die weit weg. Da ist auch ein Stern. Okay. Da würde ich sagen... Ach, da ist der. Ah. Kommen wir da so? Ja, kommen wir so rauf, oder? Ach so. Ja, den kriegen wir. Ah, nicht so einfach. Mann, ich runterfallen, warte. Mit ihm? Ah, spannende Idee. Na, warte mal, dann noch ein Hutsprung vielleicht. Mal gucken, ob das klappt. Aha. So, da wollen wir uns jetzt mal den anderen die Früchte holen. Ja. Die jungen Früchte. Yassi! Hier oben sind direkt welche. Einiges. Ah. Ja. Ist das groß. Kann er die Pilze auch essen? Nee. Ja, war klar, dass du das auf jeden Fall machen willst. Ja, aber er muss noch mehr essen. Hm? Aber ich würde eigentlich, hätte ich es lieber gewollt, dass man auf ihm reiten kann, so wie... Mhm, wie stimmt. Ihr. Ja, stimmt, wie man es gewohnt ist quasi, ne? Vielleicht geht es mit einer Stampfattacke. Probier mal da die Pilze aus. Nee, so geht's nicht. Welche Pilze meinst du? Irgendwo. Sind überall Pilze. Wer ist mal hier? Ist Währung noch? Und einmal um das Ding rumlaufen. Da ist noch mal was hinten an der anderen Seite. Yoshi! Yoshi ist der Beste. Cash! Give the money! Money, money, money. And the rich man. Oh, warte. Komm nicht tiefer! Du musst den unteren Teil machen, ich kann nichts tun da. Ich komme an die unteren nicht dran. Den noch, da! Oh. Grrr. Ah, ups. Oh, fuck. Ah, fuck, ich dachte, ich komme da so hin. Schon zu spät. Schaffst du nie im Leben. Bleib ruhig da. Okay, weiter. Wie weit kommst du mit der Mütze? Gut. Dann.
Wo ist er denn? Andere Richtung, da hinten. Da, ach, da. Da ganz hinten? Hm. Oh, fuck. Die Gumbas müssen wir uns auch gleich noch holen für die Gumba-Dame. Gibt's hier irgendwas? Ne, Rakete ist ein anderer Weg. Wann streamt ihr eigentlich noch? Dann kann ich das eintragen. Wir sind eigentlich immer montags, mittwochs und freitags abends so ab grob 19 Uhr da und dienstags und donnerstags vormittags um 11. Das sind unsere regelmäßigen Streamzeiten. Unmöglich. Da muss irgendwie noch ein Trick noch her. Aber lass uns doch erstmal den Yoshi bedingsen, oder? Den haben wir auch noch nicht komplett. Ja, das sind die anderen, die letzten Früchtchen. Wo ist er denn hin eigentlich? Ist er jetzt wieder auf dem Dach? Weiß ich nicht, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Hm. Da fliegst. Hm. Alter, das PUBG-Test-Server-Update ist groß. Ja, es gab fetten Update-Kram heute, ne? Irgendwas war. Trap. Und dann kannst du dir schon mal eintragen, weil wir gerade dabei sind. Dass wir ab dem Wochenende noch nicht ganz. Nee. 6.1. Genau, 6.1. Das ist der Samstag, ne? Ja, das ist der Samstag. Das ist der Samstag im neuen Jahr. Kann man jetzt einfach mal erzählen. Wir werden starten mit einem großen Stream. Vom 6. bis 7.1. Im neuen Jahr. Das wird unser Start sein in den oh Gott, interessanter Move. Wird unser Start sein ins Sendejahr. Und ich habe richtig Bock drauf. Das wird schön. Wir haben schon coole Gäste da am Start. Heute oder morgen, letzter Tag. Morgen nochmal. Und dann ist am Freitag auch aber Programm, Mutig. Und dann gibt es nochmal zwischen den Feiertagen einen Stream. Ah, siehst du, ich hab's mir gedacht. Schön. Und zwar am 28. Der 28.12. Da sind wir nochmal kurz da. Zwischen den Jahren, wie man so abgedroschen sagt. Und machen einen Zelda-Stream. Ein Zelda-Spezial-Stream. Zelda. Das heißt, den ganzen Tag nur Zelda-Add-on. Aha, sehr gut. Diese Pizza meinst du? Ja, die meine ich. Okay, da sind auch noch Früchtchen. Kann er nochmal einen, meinst du? Probieren wir. Jetzt habt ihr das gerade aus uns rausgekitzelt hier. Am 7. ist Weihnachten. Manche will mitmachen. Willst du mitmachen beim 24-Stunden-Stream? 33. Nein, das war... Beim langen Stream, ihr wisst schon. Da musst du natürlich da sein, liebe Manche, ist kein Problem. Solltest du auf jeden Fall tun. Ich will mehr Früchte. Manche hilft. Da oben ist noch einer auf dem Baum. Da, links, links, links. Oder haben wir die schon gehabt? Nee, die sehen so nicht durchsichtig aus. Nee, sind sie nicht. Ah, okay, mit dem. 33 Stunden zum neuen Jahr. Ja, ja, das ist ja das Schöne. No way, okay, Alter. Noch einen? Ob es noch einen gibt? Ich glaube, es waren noch Äpfel da. Also, beziehungsweise noch Früchte. Ich weiß nicht, ob es nur Äpfel waren. Da oben ist noch... Ach, hier ist ja noch jetzt ganz viel, entdeckt man so. Was machen wir als nächstes? Das ist die Frage. Vielleicht die Rakete? Rakete! Rote Rakete! Rote Rakete! Rote Rakete! Kann ich die Eichhörnchen essen?
Sei kein Schuft. Yoshi, was ist das denn nun wieder? Mario, müssen wir puzzeln? Puzzeln? Keine Ahnung. Frag ihn mal, vielleicht weiß er Bescheid. Okay. Hallo, weißt du was? Gesichterpuzzle. Das Spiel, bei dem es aufs Äußere ankommt. Wie ich es ahnte. Wenn du das Gesichterpuzzle meisterst, gebe ich dir einen Powermond. Na, hast du Lust bekommen? Nö. Alles Klärchen. Okay. Bis bald. Gesichterpuzzle. Gut, gehen wir es an. Ich erkläre dir mal, wie das Gesichterpuzzle gespielt wird. Siehst du das Gesicht dieses Charakters hier, dieses zufällig gewählten Charakters? Guck es dir genau an, denn gleich musst du es richtig zusammenfügen. Okay. Zuerst käppest du einen Teil mit deiner Kopfbedeckung, dann drehst du es und bewegst es an die gewünschte Stelle. Zum Schluss legst du es ab. Ganz einfach. Gut. Ach ja, und jedes Mal, wenn du einen Teil ablegst, verschwindet es. Wie viele Punkte du erhältst, hängt davon ab, wie gut du es schaffst, das Gesicht nachzulegen. Mit 60 Punkten kommst du gerade durch. Versuch also lieber, eine höhere Punktzahl zu erzielen. Also dann, Gesichterpuzzle kann losgehen! Ach, nur das Gesicht? Okay, nee, das ist Mist. Okay. Nee, warte, das ist nicht. Mario hat blaue Augen. Weird thing. Wir haben aber kein Zeitlimit oder so, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Hä? Ja, es verschwindet. Das ist ja das Gemeine. Ach so, warte mal ganz kurz. Haben wir das Auge jetzt auch schon zu weit ins Feld getragen gehabt? Das kann sein. Shit. Aha, Mist. Okay, dann müssen wir gleich einfach nochmal. Oder hat er das so? Ist das da? Sieht so weird aus. Nee, andersrum. Ja. So? So. Ja. Okay. Jetzt die Kartoffelnase noch? Nein. Okay, den brauchen wir eh nicht. Ist noch nicht weg. Ist noch den da. Haben der so, ne? So. Björn freut sich auf die geilen Gäste, sagt er. So, ja, ich mich auch. Völlig zu Recht. Und dann der Mund hier, ne? The Maus. Kauleiste. Oder? Weiß nicht, hat er überhaupt den Mund aufgehabt? Mach mal ruhig. Also ich hätte einen Screenshot gemacht, ich könnte es nachgucken, aber so bin ich. Ja, wir können ja nochmal, denke ich. Ich glaube nicht, weil da ist sonst zu wenig. Also der Bart war schon ziemlich groß. Ich glaube, da war kein. Dann müssen wir noch Augenbrauen einfügen, oder? Ja. Die kleinen hier, ne? So. Unser Fernseher, der hier so flimmert, Alter? Guck das mal an. Nee. Also, so, der Fernseher. Guck doch mal. Was macht der denn für komische Kirmes? Ich glaube, der Fernseher ist kaputt. Ach, hey je. Oh je. Naja. Alter, wie krass das aussieht. Da ist bestimmt letztens irgendwer gegengedöngelt mit dem Kopf. Klong. Flimmert schon länger, sagt die Regie. Weiß ich nichts von. Der Rest ist vom Goomba. Immortal, hallo, wie geht's? Gut geht das.
du schaltest sehr pünktlich ein gerade, weil die, weil wir gleich mit der Nerdster Late Night starten. Ist das nicht schön? Ja, er hat Braun. Wir haben die Braun auch getan. Aber irgendwie ist weg. Ich habe die schon dran gemacht. Ja, ja, okay. So, dann lass uns jetzt mal... Einfach ansprechen oder wie sag ich Vermutlich. Bescheid? Sag Bescheid, wenn du fertig bist, ja. Bist du fertig? Dann schauen wir mal, wie du dich geschlagen hast. Ah, jetzt, okay. Ein Auge fehlt ja schon mal. Du brauchst mindestens 60 Punkte zum Gewinn. War gar nicht Dein mal so... Dein Ergebnis ist... Boah. Das eine Auge. Ich find's nicht schlecht. Dieses Mal habe ich leider keinen Preis für dich. Du scheinst aber auch so deinen Spaß gehabt zu haben. Okay, wir gucken uns das nochmal an. Wer ahnt denn, dass es so aussieht? Mund noch, sagt er. Achso, ich glaube, wir müssen nochmal... Mund? Nee, ich glaube nicht, dass er im Mund dabei war, oder? Oder? Stromski sagt, er ist nicht mundlos. Ich hätte gedacht, er hat den Mund quasi zu und deswegen ist er mundlos, ne? Oder dass die Reihenfolge vielleicht nicht wichtig ist. Aber er ist happy mit okay. Mund. Alles klar. Augenbrauen deutlich nach oben. Okay. Heftiger Swoosh. Jetzt kriegen wir es hin, oder? Ich denke auch. Okay, gib ihm. Jetzt wissen wir, dass die verschwinden würden. Wenn ja, wir ja. Ich dachte einfach, es ist ein normales Puzzle und nicht die Gesichtsdinger. Gut, dann fange ich mit der Kauleiste an. Einverstanden. Ja, sowas, ne? Ja. Dann den Schnürres. Ich finde, andersrum mache ich auch ganz geil, aber... Nicht der Mexikaner. Oh, so, ne? Das, welches Auge ist denn das? Sind die gleich? Die sind gleich, ja. So ungefähr, ja, es passt. Ein bisschen eindrehen. Nee. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben die Augen vertauscht. Ja, sehe ich auch. Aber vielleicht ist er ja nicht so streng. Ich wette. Ich wette. I feel. Okay, dann die Augenbrauen. Da weiß ich auch gerade gar nicht, welche jetzt wie rum war. Ich glaube, die hier mit dem längeren, dass die mehr zum. Ja? Zur Gesichtsmitte geht. Okay. Genau, so leicht in die Cappy rein. Mach mal so. So Augenbrauen hochgezogen halt, ne? Ja, ja, man sieht manchmal ein kleines durchsichtiges Gesicht unten, aber er hat ja einen anderen Gesichtsausdruck. Die vertauschten Augen machen es uns wahrscheinlich kaputt. Ich glaube auch, ja. Und jetzt die Knollennase noch. Kartoffel. Okay, wo war sie? Hier ungefähr? Ja. Geh mal runter. Dann gucken wir mal. Das sind wieder nur so. Wahrscheinlich so 59. Ah, nee, ja. Er sieht ganz gut aus. Ja, das stimmt. Es könnte passen. Ich würde uns 95% geben. Reicht. 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 Das reicht. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So. Und was sind wir denn bitte schön für ein Pferd? Auf jeden Fall etwas über Durchschnitt. It's me, Mario. Du hast einen Mond. Ja. Yes. Aber das ist krass, ne? Es sieht irgendwie für mich deutlich nach deutlich mehr aus als nach 71%. Oder? Das ist so, wie wir es gelegt haben, ne? Ja. Ja, ja.
Wie gesagt, das sieht für mich eher aus nach, keine Ahnung, 90% oder 85%. Ich sehe keinen Unterschied zu dem Original. Aber wahrscheinlich sind die Augen einfach vielleicht falsch rum. Ja, Augen wahrscheinlich falsch rum. Wahrscheinlich sieht man vom Mund die Zähne noch irgendwie ein bisschen. Oder die Augenbrauen sind falsch rum. Nee, keine Ahnung, ach, ist doch egal. Ich glaube nicht, dass die falsch rum sind. Whatever, die Augen sind halt vertauscht, sagt Hansen. Ja, möglicherweise ist es das. Vielleicht sind die Augen vertauscht und dann passt es nicht. Ja, ich denke auch. Rakete! Rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Okay, verrückt. So, wo als nächstes hin? In die Höhle jetzt, die wir freigedingst haben, oder? Ah, mit Yoshi die Röhre. Warte, Währung. Währung. Dalla, dalla. Ganz viel Dollars. Da hinten ist auch noch. Ach, immer den Dollar hinterher. Bling, bling. Ein Mond. Mach mal einen komischen Mario. Haben wir verpasst, sorry. Oh, nee. Na, ist das was anderes, was du dir vorgestellt hattest? Da drunter? Ja, ich dachte, da wäre ein Mond drunter. Oh, warte mal. Speedblume. Mehrere Speedblumen. Eine Frage, wohin? Gibt es hier irgendwas zu aktivieren? Erstmal geht es da theoretisch noch da hoch. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir damit hoch könnten. Da ist noch eine Speedblume. Mhm. Vielleicht ist da ein Brunnen. Ich guck mal. Vielleicht ist irgendwo hier ein Rennen. Ich frag ihn mal. Meine 6 Schafe sind abgehauen. Kannst du sie bitte zurückbringen? Ah, okay. Aha, okay, ich muss die Schafe hier also hin zurückboxen. Aber das machen wir ja nicht mit den Blumen. Wir haben den komischen Mario jetzt eben verpennt. Jetzt sind wir schon da weg, sonst würde ich das sofort machen. Welchen komischen Mario? Ja, wir hätten die Möglichkeit ja gehabt, da einen witzigen Mario mal zu machen. Ach so, in dem... Weißt du, was ich meine? Im Shop. Genau. Käse. Keine Ahnung, wo wir den einsetzen. Aber wenn ich jetzt wiederkomme zu dir, dann kriegst du richtig Schmackes. Wahrscheinlich werde ich ihn direkt von der Karte... Von der Welt gepustet. Ah, okay, hier ist... ein bisschen strandmäßig. Keine Ahnung. Die Diebe haben sich... Okay, bei Wadi auf der Arbeit wurde eingebrochen. Ah, überhaupt nicht gut. Was wurde jetzt denn... Also ich meine im Sinne von... Haben die jetzt sich... War es jetzt ein Überfall oder kein Überfall? Also wenn sie sich als Geldboten ausgegeben haben, dann könnte es ja auch einfach sein, dass sie dann was geklaut haben. Dann waren es ja nur Diebe. Waren es jetzt, also haben die jetzt... Oder haben die richtig... Waren die richtig hier Geld her oder ich schieße? Das schaffst du leider nur mit mir. Und ich bin noch voll beladen. Ja. Ja, wollen wir... Ah, das... I don't know. Er will was von uns. Oder willst du erst deine Power loswerden? Ich weiß jetzt nicht, ich wüsste nicht, wo wir sie einsetzen sollen. Ich auch nicht. Oh. Ah, hier drin? Nee. Wow, Blindflug. Unangenehm. In die andere Richtung. Und los. Oh no. Da kannst du jetzt mithelfen, ne? Okay. Easy. Der war einfacher als der letzte. Erstmal auf Insta folgen, sagt allein gespielt. Ja, das mindestens. Insta. Nerdstagram auf Instagram. Wer uns noch nicht dort folgt, das könnt ihr gerne tun. Solltet ihr tun. Ja, auf jeden Fall. Gibt's schöne Bilder. Da gibt's immer viel so Behind-the-Scenes-Kram, haben wir da immer viel. Vor allen Dingen machen wir Sachen. Da sieht man mal Dinge, die man sonst nicht sieht, vielleicht. Nita mag kein Instagram. Warum magst du kein Instagram? Müssen wir da wohl mit? Ah, du musst mit dem... Ah, okay, ich muss in dem Schwarzen bleiben. Ja, offenbar. Mhm. Wenn dem so ist. Okay. Ob du hier bleibst? Bitte.
Björn haut meine ganzen Socials raus. Natürlich, genau. Und es gibt es natürlich auch noch auf Facebook und es gibt es natürlich auf Twitter. Und auf Facebook gibt es neben der normalen Facebook-Seite auch noch die Nerdstar Family. Eine Gruppe, in der wir immer viel Umfragen machen. Umfragigung. Ganz tolle. Und anderes Wichtiges. Fuck. Reingeduckt? Ja. Nicht so eine gute Idee. Vorsichtig. Ha, den Mond holst du dir niemals. Ah, da war ein Mond. Ja, vorsichtig. Und da ist eine Bombenkanone. Ah. Ba, 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 ba. Nicht so gut. Darf man euch auf Facebook eigentlich Freundschaftsanfragen schicken? Du kannst unsere streng geheimen Facebook... Oh! Oh! Facebook-Profile doch überhaupt gar nicht entdeckt haben, oder? Unmöglich. Ich dachte, wir sind so gut beschützt von der vom CIA, dass die unsere Facebook-Profile geheim geschaltet haben. Ja, wir sind top secret. Digga, zu früh geduckt. Erst ducken, wenn das weg ist schon. Tipp. Hol dir den, komm, geh nach vorne und hol den Mond. Hol den Mond, los, hol ihn dir. Über Umwege. Ich denke nicht, dass das der vorgesehene Weg ist, aber... ich glaube auch eher von oben. Andererseits, vielleicht auch so, warum denn nicht? Gut, dass du nach dem Mond wieder volles Leben hattest, mein Freund. Das wird nämlich jetzt nichts mehr. Ach ja, das... Ist da noch irgendwas... In dem Retro. In der Retro-Wand? Nee, keine Ahnung. Wir versuchen es noch ein letztes Mal, oder? Oder da hinten ist noch. Da waren da wir hinten, noch am Ende gibt es doch bestimmt wieder einen Mond. Ja. Oder ein letztes Mal. War das jetzt ein Jahr fragendes Boot? Versuch dein Bestes. Freundschaftsanfragen bitte nur von den Netten. Also alle nicht so netten, bitte nicht. Danke. Guck mal, jetzt lass du mal dich mal ein bisschen ab. Nee, das ist aber auch nicht richtig. Nee, war auch nicht so klug. Es hilft jetzt nichts. Nee. Dann müssen wir aufhören. Ich glaube, wir müssen aufhören. Es ist schon 21 Uhr und wir wollen ja pünktlich mit der Late Night anfangen. Auf jeden Fall. Zumindest, sagen wir mal, so pünktlich, wie wir halt immer so sind. So 2-3 Minuten später und nicht 20:30. Ihr wisst schon. Machen wir doch. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Und wir haben das Spiel durch. Müssen wir überlegen, ob wir uns nochmal irgendwann vielleicht ein Stündchen oder so nehmen und nochmal ein bisschen mehr noch erkunden. Ob man irgendwann nochmal diese Geschichte rausfindet mit den Blöcken oder so. Mhm. Aber es gibt offensichtlich noch richtig, richtig viel nach der Hauptstory. Genau, habe ich auch schon gehört und gelesen. Schon geil. Also es noch ist wahrscheinlich gesehen, aber nicht mal, ich wüsste gerne den Spielfortschritt irgendwie. Es waren nicht mal 20%. Wahrscheinlich. Oder nicht mal 25%, also ein Viertel wahrscheinlich. So fühlt es sich an. Ja, es fühlt sich nicht nach komplett durchgespielt an. Geiler Scheiß. I so love it. Wir machen ganz kurz Pause. Unterbrechung. Produktplatzierung. Habt ihr euch ja schon eben drüber unterhalten. Es gibt ganz kurz Werbung. Dann sind wir wieder da mit der Nerdstar Late Night und den netten Damen und Herren vom Julius Award. Das wird sehr schön. Kurze Pause. Bis gleich. Danke, Stefan. Gute Nacht. Ebenso. Gute Nacht. Und bis gleich.